Hallo, ihr Süßen. Alle sind im Chromfieber, ich auch. Und wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen vorgearbeitet, noch nicht versiegelt. Und zum letzten Nagel wollte ich euch mit dazu nehmen. Also, ich benutze dafür, Nagel ist verlängert, Aufbau befeilt. Und jetzt benutze ich hier mein Shine Kreativ Color Nummer 19 von Chameleon Company. Das ist ein schwarzes Gel ohne Schwitzschicht. Das benutze ich. Dann benutze ich den Quick Finish Flex und Pigment Nummer 3 und 4 und einen Lidschattenapplikator. Anfangen tue ich mit dem Schwarz. Einen Moment. Guckt nicht so genau hin, ich arbeite an meiner bösen Hand. Das heißt, ich arbeite mit links. Wundert euch nicht, wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht. Ich trage mir jetzt hier mein schwarzes Fullcover auf. Also ich habe schon einiges ausprobiert. Wie gesagt, ich bin auch total im Chromfieber. Und für mich geht es am besten mit dem Lidschattenapplikator. Gummipinsel ist auch noch eine Möglichkeit oder Silikontool oder wie das heißt. Oder aber mit dem Finger einmassieren. Aber wie gesagt, für mich geht es am besten mit Lidschattenapplikatoren. Da habe ich mir so einen ganzen Schwung einfach bei DM gekauft. Funktioniert super. So, das kommt jetzt für 30 Sekunden in meine Kombilampe. So, 30 Sekunden sind um. Ich möchte mir so eine Art Ombre machen. Deswegen tupfe ich mir jetzt auf diese Seite, beziehungsweise reibe mir das ein, dieses Pigment. Und auf die andere Seite. Das andere. Man muss nur schnell genug sein, bevor es ausgekühlt ist. Sonst ist es wirklich ganz, ganz easy. Seht ihr das? Also mehr Chrom geht, glaube ich, echt nicht. Jetzt nehme ich mir meinen Versiegler ohne Schwitzschicht. Und versiegel das Ganze. Und das ist nicht wie bei den Chromlacken, wo es dann meistens so ist, dass dadurch was weggenommen wird. Im Gegenteil, also es wird dadurch noch mal farbintensiver. Das kommt jetzt in die Lampe, dann versiegel ich die anderen Nägel und zeige euch noch mal das Endergebnis, ihr Süßen. So, die Nägel sind versiegelt. Ich hoffe, ihr seht das, wie genial der Chromeffekt ist. Also, mega echt. Ich liebe es. Ich mache dann irgendwann noch die zweite Hand. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffe ich. Bis bald, ihr Lieben. Yalla, bye bye.